Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Skyrim. Oh, ich habe gerade gestartet, das Spiel gestartet. Und ich schaue mal, ob ich die Melodie ein bisschen lauter machen kann. Und wir lauschen einfach nur dem Sound. Die digitale Natur genießen. Ja, gut. Aber wir sollten eigentlich keine Zeit verlieren. Wir sind nämlich noch auf der Flucht, beziehungsweise zurück. Denn wir wurden verraten von der dunklen Bruderschaft. Und ich vermute, dass es Astrid ist. Denn sie hätte eigentlich meinen Rückzug so geplant, dass ich ohne Probleme fliehen konnte, hätte gekonnt. Das hat sie aber nicht eingerichtet, sondern ein Hinterhalt. Und sie hatte einen Deal. Doch der Deal ist geplatzt. Und jetzt müssen wir zurückreisen und ich hoffe, dass da noch was übrig ist von der dunklen Bruderschaft. Wir werden sehen. Wir werden es sehen. Wo ist mein Pferd? Schattenmähne. Warte mal, ich bin immer noch... Ups, das war der falsche Knopf. Ich bin immer noch als Koch verkleidet. Ich brauche das nicht. Und ich sehe gerade, dass ein Drache hier ist. Jetzt ist nur die Frage, soll ich... Ups, den Kampf gegen ihn aufnehmen oder nicht? Wir nehmen den. Ich muss da ganz kurz Zeugs einrichten, weil ich habe sonst ein Problem. Oh, da. Okay. Du wirst keine Chance haben, denn ich hole Don Juan und Castello. Die werden die beiden den Arsch aufreißen. Mit meinem Pferd. Schattenmähne. Komm zurück. Du Drache. Drachenfall. Du hast im Boden zu bleiben. Komm her, Drache! Heute bekämpfe ich dich mit Feuer. Nicht wieder in die Luft. Oh nein. Bleibst auf dem Boden. Los, töte ihn, Castello. Mach ihn alle. Wir haben hier aber noch das totale Chaos. Ich verteidige Schattenmähne mal. Atlas. Okay, da sind überall die Agenten. Das ist nicht gut. Los, los, los. Wir müssen rein, das ist nicht gut. Wenn da schon Agenten sind. Nein, 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 nein. Nicht die dunkle Bruderschaft, nicht meine neue Familie. La Familia. Ja, es lädt.
Oh nein. Brennt. Oh Gott. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber es liegen nur Leute von ihm da. Zwei Fackeln. Warum hast du zwei Fackeln dabei? Nein. Nein, nicht der Agonia. Lasst ihn in Ruhe. Sterbt alle! Nein! Arnbjörn! Ich gebe dir eine zweite Chance, für eine kurze Zeit dich zu wehren. Ein letzter Kampf an meiner Seite, um sie alle zu rächen. Komm mit. Nein. Die nehme ich aber mit. Ach, Mann. Die Spinne ist auch tot. Unsere Hausspinne. Wir zwei noch gegen den Rest der Welt. Ihr lebt also. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Der Kaiser, das war eine Falle. Jemand hat uns hereingelegt. Davon gehe ich aus. Die meisten von uns sind schließlich tot. Bevor ihr fragt, nein, ich glaube nicht, dass ihr es wart. Und sollte ich doch meine Zweifel gehabt haben, sind sie nun ausgeräumt. Ihr habt mir schließlich gerade die Haut gerettet. Vielen Dank. Gerne. Wir müssen hier raus. Das könnt ihr laut sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier alle verbrennen. Los! Ja, ich will aber noch ganz kurz von dem Arsch... Piep! ...noch das Zeugs mitnehmen. So gehen wir, Nasir. Da werden bestimmt noch einige leben. Irgendwo muss doch noch wer sein. Zuhörer. Woher seid ich ihr gekommen? Ich bin eure einzige Rettung. Und nehmt mich an. Verdammt, es muss doch einen Weg hier rausgeben. Ich will ihn aber retten. Ich will nicht ohne ihn gehen. Ach, verdammt. Ich will nicht das Stahlschwert aufnehmen, das elende Schwert. Ja, Messer. Weg damit. Sucht los jetzt! Wir müssen einen Weg hier rausfinden! Das ist die einzige Möglichkeit. Oder nicht? Es gibt doch sicher einen anderen Weg. Nasir, folge mir. Nein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es ist so still.
Ich mache ja so schnell ich kann. Ich kann, verfluchtes Satansweib. Ihr könntet ja auch helfen. Einmal ziehen. Ja, da. Kriegt ihr sie auf? Ich glaube schon. Moment. Ihr müsst mit Astrid sprechen. Hier in der Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Halt, 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 nicht so schnell, ganz ruhig. Alles in Ordnung, ihr habt eine Menge durchgemacht. Warum setzt ihr euch nicht eine Weile hin? Wow, ich muss Astrid sprechen, sie ist hier in der Zuflucht, folgt mir. Sie ist hier? Bei Cities. Ich glaubte schon, wir hätten sie verloren. Los geht's. Wie geht's dir, Babette? Nasir hat mir erzählt, was in Einsamkeit passiert ist. Ihr armes Ding, ihr habt so viel durchgemacht. Wir schließen das mal wieder. Und wo bin ich hier? Ah, immer noch in der alten Zuflucht. 2 Gold. Ja, wir lassen das mal. Also, Mann. So, also. Puh, sprich mit Astrid. Wo ist sie? Wo ist Astrid? Oh Gott. Ihr lebt, Siti, sei Dank. Astrid? Still. Bitte, ich muss euch... So viel sagen und hab nicht so viel Zeit. Es tut mir so leid, Pimitus Oculatus. Maru, er sagte, wenn wir euch ihnen aushändigen, würde er die dunkle Bruderschaft in Ruhe lassen. Für immer. Bei Cities, ich war ja so töricht. All dies, es ist meine Schuld. Es gibt unter uns niemand Besseren als euch und ich hätte euch beinahe umgebracht. Genau wie ich alle anderen umgebracht habe. Cities in der Leere wird über euch urteilen. Ich habe Mitleid mit euch. Nein, ich verdiene kein Mitleid. Ich verdiene jedes noch so grausame Schicksal, das der Fürst des Schreckens für mich vorgesehen hat. Ich habe euch verraten. Und nun hat Maru mich verraten. Wie passend. Ich wollte, dass alles so bleibt, wie es war. Vor Cicero, vor der Mutter der Nacht, vor euch. Ich glaubte, ich könnte uns retten. Doch... ich habe mich geirrt. Aber ihr lebt. Also gibt es immer noch Hoffnung. Eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Einen Neuaufbau. Darum habe ich das hier getan. Versteht ihr denn nicht? Ich habe zur Mutter der Nacht gebetet. Ich bin das schwarze Sakrament. Was wollt ihr damit sagen? Ihr hattet recht. Die Mutter der Nacht hat recht. Die alten Bräuche, sie lenkten die Wege der dunklen Bruderschaft über viele Jahrhunderte. Es war töricht von mir, sich gegen sie zu stellen. Und um euch meine Aufrichtigkeit zu beweisen, habe ich für einen Auftrag gebetet. Ihr führt diese Familie nun an. Ich überreiche euch hiermit die Klinge des Wehklagens, damit ihr den Auftrag erfüllen könnt. Ihr müsst mich töten. Puh.
Na dann, wird Cities über dich urteilen. Danke. Oh Mann. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Ohren gehört hätte. Wie konnte Astrid uns das antun? Seltsamerweise habe ich nur Mitleid für sie. Astrid, heiliger Wüstensand, ich verstehe es immer noch nicht. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Ohren gehört Astrid. Hätte. Oh. Das nehme ich noch mit. Wir müssen zurück zur Mutter der Nacht. Was hast du mir zu sagen, O Mutter der Nacht? Astrid ist tot. Es ist, wie es sein soll. Möge sie Erlösung in der Leere finden. Doch solange ihr lebt, lebt auch die dunkle Bruderschaft. Wir müssen unseren Kontrakt erfüllen. Kaiser Titus Mede der Zweite muss beseitigt werden. Sprecht mit Amon Moutier in der beflaggten Meere in Weißlauf. Er wird den Aufenthaltsort des wahren Kaisers kennen. Doch zuerst informiert Nasir über eure Pläne. Denn ihr seid der Zuhörer und müsst diese Familie zusammenschmieden. Na dann. Nasir, wir müssen hier weg. Das ist eine Todesfalle. Die wissen, dass wir hier sind. Das heißt, wir müssen an einen neuen Ort. Mein Freund? Bei Cities, was für ein Chaos. Das ist dann wohl das Nicht so ganz. Die Mutter der Nacht hat erneut zu mir gesprochen. Was? Und was hat sie gesagt? Ich muss noch einmal mit Amon Moutier sprechen. Amon Moutier? Aber das würde ja bedeuten... Der Auftrag besteht noch immer. Der echte Kaiser muss ermordet werden. Und Babette ist scheinbar eine Zauberkünstlerin, ein Vampir, der sich einfach mal verschwinden lassen kann. Na gut. Ihr meint, es ist noch nicht zu spät? Aber wie? Unser Plan ist gescheitert, alle sind tot, die Familie... Unsere Familie wird weiterleben, Nasir. Vertraut mir einfach. Wie ihr wollt, mein Zuhörer. Bringt in Erfahrung, was dieser schleimige Bastard Moutier zu sagen hat und schickt dann den Kaiser zu Cities. Aber wenn ihr dort fertig seid, gibt es doch keinen Grund mehr, hierher zurückzukommen, nicht? Könnten wir uns nicht in der Dämmersternzuflucht ein echtes Zuhause aufbauen? Stoßt dort zu Babette und mir, wenn ihr die Sache mit dem Kaiser erledigt habt. Und keine Sorge, ich finde schon eine Möglichkeit, die Mutter der Nacht zu transportieren. Und jetzt los mit euch! Und kommt mit einem Fass voller Gold zurück, ja? Babette, Kleines, packt eure Sachen, wir gehen! Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt. Bei dir alles okay? Ich gebe zu, dass es mir schwerfällt, mit all dem zurechtzukommen. Ich folge einfach Nasir. Ja, der macht Nasir. Das gut. Nasir wird das schon richten. Also, ich will noch ganz kurz schauen, ob man da überhaupt noch was machen kann. Na gut, da ist auch alles zu. Will aber noch ganz kurz was ausprobieren. Für etwas habe ich ja Schreie. Wirbelwind Sprint, der ist es. Nein. Schade. Na gut. Ich habe ein erfrischendes Bad genommen und jetzt heißt's, was steht da? Heil Cities. Sehr schön. Das heißt, ich gehe mal zu Amon Moutier und schaue, was da los ist. Und ob ich da noch etwas machen kann. Denn der Kaiser muss sterben, der Auftrag besteht noch. Also. Aber ich sehe die Zeit, liebe Freunde, die Zeit rennt uns davon. Und ich mache an der Stelle einen Cut
Und in der nächsten... Im nächsten Let's Play geht's dann weiter. Dann heißt's Kaiser, Kaiser. Heute wirst du sterben. Keine Tricks und keine Fallen werden dich retten. Wo ist mein treues Pferd? Nicht da. Aber gut, in der nächsten Folge töten wir den Kaiser. Ich freue mich drauf. Bis dann.